Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und heute bei Ami antwortet geht es um den Kommentar von Well-Tempered Beats. Und zwar fragt Well-Tempered Beats, ich fasse es mal zusammen, es ist ein relativ langer Kommentar. Es geht darum, dass derjenige länger als 4,5 Minuten die Zähne putzt. Ich habe ja einen Putztimer gemacht mit 4,5 Minuten. Ich habe auch gesagt, dass ich abends immer länger putze. Und die Frage ist jetzt, weil derjenige auch länger putzt, kann man zu lange putzen und sich damit die Zähne kaputt machen? Er verwendet auch eine sehr sanfte Schallzahnbürste. Geht das damit überhaupt? Weil sein Zahnarzt sagt, das ist zu lang, er soll lieber kürzer putzen. Also, natürlich kann man immer mit jeder Zahnbürste es schaffen, Schäden zu verursachen. Aber es hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Wenn ihr jetzt wirklich so eine sanfte Schallzahnbürste verwendet, dann ist es schon relativ schwierig, damit Schäden zu verursachen. Wenn man eine Schallzahnbürste verwendet und aus Versehen zu doll aufdrückt, wird der Druck ja auch abgebremst. Das heißt, es ist relativ schwierig, mit einer Schallzahnbürste zu doll aufzudrücken, weil die Bewegung automatisch reduziert wird, wenn man mehr aufdrückt. Und davon hängt es natürlich auch ab, von dem Druck, den man beim Zähneputzen verwendet. Nicht nur von der Dauer, wie lange man putzt, sondern auch mit welchem Druck man die Zähne putzt. Dann hängt es davon ab, ob man einen weichen Bürstenkopf oder einen harten Bürstenkopf verwendet. Ich empfehle ja generell immer, einen weichen Bürstenkopf zu verwenden. Es hängt auch noch von der Zahnpasta ab, die man verwendet. Wenn man eine Zahnpasta verwendet mit einem sehr hohen RDA-Wert, also eine sehr aggressive, abrasive Zahnpasta, dann kann man auch schon in 2 Minuten sich Zahnschmelz herunterschmürgeln. Aber wenn man eine sehr sanfte Zahnpasta verwendet, kann man tendenziell natürlich auch gerne länger damit putzen, ohne dass Schäden entstehen. Dann hängt es natürlich auch noch davon ab, wie häufig man sich am Tag die Zähne putzt. Wenn man einmal putzt, was ich nicht empfehlen würde, zweimal wäre schon besser. Aber wenn man nur einmal putzt und dafür länger, passiert natürlich auch nicht so viel, wie wenn man 5-mal am Tag lange die Zähne putzt. Und dann hängt es natürlich auch noch davon ab, was ihr vorher gegessen habt. Wenn ihr Säuren esst und vielleicht womöglich häufiger, regelmäßig Säuren esst, dann sind die Zähne angegriffen. Der Zahnschmelz ist angegriffen, ist ein bisschen weicher, es wurden Mineralien herausgelöst. Und es braucht relativ lange, bis der Zahn remineralisiert ist, also bis wieder Mineralien im Zahnschmelz eingelagert sind. Und wenn man dann die Zähne putzt, dann schrubbt man auf dieser angegriffenen Fläche herum. Deswegen sollte man nach Säuren auch am besten 30 Minuten mit dem Zähneputzen warten. Nach 30 Minuten sind die Zähne zwar noch nicht vollständig remineralisiert, also sie sind immer noch leicht geschädigt durch die Säure, weil Mineralien herausgelöst wurden, aber immerhin ist die Säure schon mal ein bisschen abgepuffert durch den Speichel. Das heißt, ich schrubb nicht noch direkt die Säure auf meinen Zahn. Das ist wie wenn ich einen Essigreiniger nehme und auf der Kachel herum schrubbe. Natürlich ist das nochmal aggressiver, als wenn der pH-Wert wieder neutralisiert wurde, abgepuffert wurde und man nicht mehr die direkte Säure im Mund hat und man dann die Zähne putzt. Also es hängt von vielen, vielen verschiedenen Dingen ab, ob man Schäden an den Zähnen hervorruft oder nicht. Und nicht alleine davon, wie lange man die Zähne putzt. Wenn ihr jetzt von mir so eine ganz pauschale Antwort wissen wollt, wie lange zu lange ist. Also, ich kann euch sagen, wie ich das handhabe. Ich putze morgens entweder mit einer Schallzahnbürste 4 Minuten oder aber nur mit einer Handzahnbürste dann nur etwa 3 Minuten. Es hängt immer davon ab, was ich frühstücke und ob ich überhaupt frühstücke. Und wenn ich denke, ich müsste gründlicher putzen, nehme ich die Schallzahnbürste. Mittags putze ich auch meine Zähne. Ich nehme mittags aber immer eine ganz sanfte Handzahnbürste und putze nur etwa 2 bis 3 Minuten meine Zähne. Und ich putze nur abends länger. Ich habe ja häufig gesagt, dass ich länger meine Zähne putze als 4 Minuten, aber das bezieht sich in der Regel auf abends. Morgens und mittags putze ich nicht unbedingt länger als 4 Minuten. Kommt vielleicht ganz selten auch mal vor, aber ist nicht die Regel. Ich putze abends länger als 4 Minuten und zwar ja, mit dem normalen Bürstenkopf meistens so 6 Minuten, manchmal auch 8 Minuten, aber eher tendenziell 6. Ich gucke nie auf den Timer, deswegen kann ich es euch nicht so genau sagen, aber es sind ungefähr 6 Minuten. Und dann putze ich hinterher nochmal mit dem Single-Bürstenkopf auch nochmal ungefähr 3 bis 4 Minuten.
Und da komme ich dann schon auf eine längere Putzzeit insgesamt mit allem. Aber wenn man alles sehr sanft macht, weiche Bürstenköpfe verwendet, keinen Druck verwendet, eine sanfte Zahnpasta verwendet, nicht so viel Säure isst und so weiter, alles, was ich gerade aufgezählt habe, dann funktioniert das für mich so sehr gut. Was ich nicht unbedingt machen würde, ist jetzt vielleicht dreimal am Tag 8 Minuten putzen. Also das ist für mich so, das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten und das ist vor allem auch nicht nötig. Ihr müsst nicht dreimal am Tag so lange eure Zähne putzen. Vielleicht kommt das manchmal so rüber in meinen Videos. Wenn, dann tut es mir leid, so war es nicht gemeint. Das möchte ich jetzt einmal klarstellen. Wichtig ist es, abends lange und gründlich zu putzen, dass die Zähne abends perfekt sauber sind. Morgens und mittags sollten sie natürlich, oder zumindest nur morgens, sollten sie auch sauber werden, aber da muss man nicht so perfekt ins jede Detail das machen. Erfahrungsgemäß funktioniert das auch sehr gut, wenn man gut putzt und nicht super, hyper, optimal, perfekt ins kleinste Detail. Und natürlich hängt es davon ab, was ihr esst. Wenn ihr viel Zucker esst, müsst ihr dementsprechend gründlicher putzen. Und wenn ihr jetzt gerade neu eine Schallzahnbürste gekauft habt und vorher immer per Hand geputzt habt, dann würde ich mich sowieso erstmal langsam steigern, weil es ist schon eine andere Intensität mit einer Schallzahnbürste oder einer elektrischen Zahnbürste als allgemein als mit einer Handzahnbürste. Das heißt, ich würde erstmal nicht ganz so lange damit putzen und dann nach und nach steigern. Also erstmal vielleicht 2, 3 oder auch 4 Minuten anfangen, ist so ein bisschen, hängt von eurem Gefühl ab, wie gut sich das für euch anfühlt. Und dann kann man auch mal steigern und länger damit putzen. Aber es ist alles so individuell, dass ich das nicht so pauschal beantworten kann, diese Frage, weil es, wie gesagt, von vielen Faktoren abhängt, ab wann ein langes Putzen zu lang ist und Schäden hervorrufen kann. Und es hängt natürlich auch davon ab, mit welcher Intensität ihr putzt. Also wenn ihr gerade neu eine Schallzahnbürste gekauft habt, dann würde ich erstmal mit einer niedrigeren Intensität anfangen, mit einer sanften Stufe und mich dann langsam steigern und die höheren Stufen verwenden. Ja, das war es jetzt auch mit der Antwort. Die ist doch etwas länger ausgefallen, als ich gedacht hätte, aber es gibt halt viel dazu zu sagen. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Abonnieren nicht vergessen und folgt mir gerne auch auf Instagram und auf TikTok. Dort heiße ich auch Dr. Ami. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich versuche dann auf jeden Fall auch das in Videoform zu beantworten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.